Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Family, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Und wir haben ein kleines Problemchen. Unser DS spinnt immer noch rum und das heißt, wir können es leider nicht anders machen. Jans DC spinnt rum, unser TS spinnt rum und deswegen ist leider nur die liebe Nicole mit anwesend heute. Hallo. Und der Jan, wie gesagt, ist aus Gründen leider heute nur schriftlich mit dabei. So, okay. Ich wäre jetzt mal, pass mal auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich hol mal schnell eine Hacke. Stammtrauben. Muschelpflege Kruppers. Grünlandpflege Striegel. Hacke, hier. Konfigurieren. Ist jemand im Funk? Machen wir ohne Schmidt. Ja. Moin. Moin. So. Na, was machst du Feines? Geld ausgeben. Nicht ist. Hab ich aber jetzt schon. Für eine Hacke. Naja, muss ja. So. Also wenn jemand da draußen ist, auch von den YouTuberinos oder so, und weiß, warum alle 5 Sekunden, sagen wir mal, jede Minute oder alle 2 Minuten das TS, also die Verbindung unterbricht und wieder verbindet, schreibt's mir bitte mal in die Kommentare oder auch in den Chat, egal wohin. Per Facebook, per egal wo. Also das würde mich mal interessieren, weil wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen zu suchen. Das ist unser Riesenproblem. Wir haben jetzt angefangen, mal ganz kurz OOC, ne? Wir haben jetzt angefangen, mit der Telekom zu quatschen, weil wir glauben, es könnte was in der Leitung sein. Der tat auch so, als wenn er das Problem schon kennt. Da wird es morgen eine Messung geben. Also die machen morgen verschiedene Tests dann hier mit der Leitung und sowas. Es könnte sein, weil da war ein Wert, der ein kleines bisschen auffällig war, aber eben auch nicht sehr. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ja, weil es eben bei uns beiden gleichzeitig abschmiert. Ja. Na? Es kann eben auch wirklich einfach nur das Internet oder so sein, keine Ahnung. Bloß komischerweise ist ja dann, wäre ja das DC auch betroffen, das verstehe ich nicht. Ja. Naja, wir werden es sehen. Okay, gut. Wir sind aber, wie gesagt. Stream läuft ja auch super. Bei mir. Von MS-Zahlen her kann ich überhaupt nicht meckern. Nee, ich auch nicht. Überhaupt nicht eigentlich. Warte mal, jetzt muss ich erstmal. Sag mal, wo ist denn hier? Ach, jetzt hier. So, okay, pass auf. MacComic, wir brauchen Pflegebereifung. Pflegebereifung. Configuration, so. Alright, baby. So, du hast gesagt, alle beiden Felder brauchen der Hacke, ne? Weiß ich nicht. Ich war nur bei 20 gucken. Aber ich gehe davon aus, weil wir die haben ja. Wenn ich jetzt immer die Hacke habe, dann ist das ja scheißegal. Dann passt es ja soweit. Ja, wenn es einmal gehackt werden muss, kann es nicht mehr gestriegelt werden oder was. Ja. Erst kommt Striegeln, dann kommt Hacken, dann kommt Pech gehabt. So, warte mal. Hallo? Guten Abend. Solltet ihr den TS3-Server irgendwo gehostet haben, kann es eventuell sein, dass deren Hardware rumspackt. Oder ab und an sollte euer Router auch mal neu gestartet werden. Kann sein, dass sich das was verhakt hat. Glaskugel-Diagnosen sind immer schwierig. Naja, pass auf, das Problem ist, wir haben das, was du zu geschrieben hast, haben wir alles gemacht. Also das heißt,
kein einziger aus dem Team hat ein Problem. Nur wir beide. Und also kann es nicht am Server liegen, ne? Kann es nicht bei Gportal liegen. Und die Hardware neu gestartet haben wir. Das haben wir alles gemacht. Hätte ja sein können, der ein oder andere hat vielleicht irgendwie so ein ähnliches Problem mal gehabt. Ja. Naja, der Stream läuft flüssig, genau. Das ist ja unser Problem. Was wir nicht verstehen. Es läuft alles flüssig. Deswegen... Das wäre ja krasser Zufall, wenn beide TS getrennt voneinander auf verschiedenen PCs ein Problem kriegen. Ich meine, ich hau den mal runter und mache ihn neu drauf, das ist alles kein Problem. Mal eure Software runtergeworfen und neu installiert, eventuell ein Fehler in der Software. Das wollen wir jetzt machen tatsächlich, da hast du schon recht. Das wollen wir, aber wie gesagt, das hatte ich ein bisschen verworfen, muss ich zugeben. Weil es halt bei uns beiden jetzt aufgetreten ist, zur gleichen Zeit. Ich weiß nicht, ob sich da im gleichen Netzwerk sich die TS-Server oder TS-Softwaren verhaken können gegeneinander. Das weiß ich nicht. Das kann ja manchmal sein, man weiß ja nie. So, okay, ich bin jetzt hier am Hacken. Alles klar? Mit H, bitte. Ja. Mhm. Bin ich. Aber schon mal danke für deine Hilfe. Das freut mich sehr, wenn sich da jemand angesprochen fühlt. Das ist cool. So, genau. Wir hacken jetzt mal hier. Was machst du eigentlich? Natalia, ich bin am Schwaden. Wie? Am Schwaden? Am Schwaden. Na da. Dann schwade mal. Mhm. Sag mal, und unser Brüderchen, der hat heute so Halsweh, dass der nicht telefonieren kann oder was? Ja, das ist ja krass. Ne, die Software hat mit der Hardware nichts zu tun. Das meine ich ja auch nicht. Aber es ist ja auf zwei unterschiedlichen Computern das gleiche Problem. Das meine ich damit. Zur gleichen Zeit aufgetreten. So, genau zur gleichen Zeit und beide zur gleichen Zeit brechen ab und kommen auch wieder, also und verbinden wieder. Genau zur gleichen Zeit. In zwei unterschiedlichen Räumen. Aber in einem demselben Netzwerk. Mit LAN verbunden und nicht mit WLAN. So. Ne, was wolltest du jetzt sagen über unser Brüderchen? Sag, es geht ja auch gerade rum. Ja, ja, ganz straff. Wie gesagt, Glaskugeldiagnosen sind halt schwer. An eurem Provider wird es nicht liegen. Man weiß es nicht. Also, es gab... Ich hoffe nicht, dass unsere Fritzbox die Hufe hochmacht. Nee, kann eigentlich auch nicht sein, weil dann würde alles nicht funktionieren. Neu. Ja, das ist ja egal, aber dann würde alles nicht funktionieren. Was mir gerade einfällt, eventuell mal TS5 ausprobieren. Naja, aber da haben wir ja kein Dings mehr. Haben wir ja kein RP-Soundboard mehr. Das ist ja blöd. Ich meine, gut, man könnte es probieren, dass man es mal drauf spielt und sagt, okay, man macht es halt mal einfach. Wenn es da gehen würde, dann hängt es irgendwie doch am TS. Dann würde nichts gehen bei euch. Ja, genau. Genau. Hast du recht. Aber es waren eben, der hat es heute gesehen, es waren letzten Dienstag, seitdem das Problem ist, straffe Auffälligkeiten in der Fritzbox, hat er gesehen. Seitdem nicht mehr, aber... Am Dienstagabend, wo das losging, gab es arge Probleme in der Fritzbox. Ja, die sollen morgen einfach mal diese Scheiße durchmessen. Die machen dann eine Leermessung. Also sprich, die Fritzbox ist rausgezogen, ne, aus der Wand. Also aus der TAE-Box, TEA-Box, was weiß ich was. Aus der Buchse. Und dann... machen die eine Leermessung und dann müssen gewisse Werte einfach passen und wenn die nicht passen, dann wird's schwierig. Dann ist irgendwas im Haus nicht in Ordnung.
Was aber wiederum auch nicht richtig sein kann, weil dann würde ja nichts funktionieren. Na? Du kennst die Verfahren, ja. Ja, das, ich kenne das auch, aber ich... Vielleicht sollten wir doch TS mal runterschmeißen und wieder mal neu drauf machen. Man weiß es ja nie. Ja, aber wenn hier im Haus was nicht stimmen würde, würde das die Probleme, die wir im LS zuvor hatten, erklären. Ja, das ist gleich das Nächste. Die MS-Probleme, die extremen. Die wir jetzt nicht mehr haben. Ja, na mal gucken, wer weiß. Ich bin gespannt, irgendwie muss ich's klären, weil sonst wird's Rotz. Sonst müssen wir hier wirklich im Discord und dann dort Dings runterladen, ein Soundboard oder so, aber da habe ich keinen Bock drauf, weil das hat damals gar nicht gut funktioniert. Habt ihr die Box bei eurem Anbieter geholt oder selbst gekauft? Richtig selber gekauft. Das ist eine freie, und das ist eine sehr, sehr gute Box, die damals beste, die es gab. Von einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr. Mein Lieben, entschuldigt bitte, wenn wir heute so ein bisschen OOC sprechen, aber es... Nee, man könnte es ja eigentlich sogar ins RP nehmen. Also bei uns hier in Fischtal, wie gesagt, gibt es da arge Probleme. Müssen wir mal gucken. Das ist nämlich, wenn Nathalie und Mick und ich und Mike und wer auch immer... Wenn wir hier zu Hause nämlich in Fischtal dann abends nach getaner Arbeit hier noch ein bisschen LS spielen wollen, Landwirtschaftssimulator, sprechen wir immer über Teamspeak. Dann ist der Anbieter da raus. Die schauen nicht in die betriebsfremde Hardware, sondern nur bis zur Buchse. Naja, das ist schon klar. Ja. Das ist mir klar. Aber das wäre ja erstmal gut, wenn da erstmal soweit alles in Ordnung wäre. Ne? Dann können jetzt nur nach Ausschlussverfahren machen. Wir können jetzt echt nur nach Ausschlussverfahren machen. Naja, mal gucken. Ich bin gespannt, wa? Ich bin gespannt. Ich halte euch auf alle Fälle auf dem Laufenden, wie hier in Fichtal unser TS weitergeht. So, ich habe den heute früh, den Mike heute früh gar nicht mitbekommen. Also der kann gar nicht reden oder was? Oder nur krächzend? Ja. Ja, na gut, dann soll er lieber bitte Fresse halten. Ja. Aber ich merk's auch ein bisschen, du. Ja. Sag mal, hatten wir nicht erst den großen McCormick gewartet? Ich weiß nicht, hat sie letztes Mal schon gesorgt. Bin schon mir da nicht sicher. Ziemlich runter. Ja, der Kleine auch. Ich bin mir sicher, dass ich den erst gewartet habe. Der Kleine ist auch total runter. Also total noch nicht, der ist noch im Gelben, aber... Ja, ich bin schon im orangenen Bereich. Ja gut, okay, ja, das der Gelb, der Kleine auch. Im dunkel-orangenen. Eventuell Gruppenchat für... Was? Oh, ich kann das nicht lesen. Gruppenchat, ja. Habt den Ladewagen abgestellt? Der ist ready für das Sammeln. Der Fendt wurde gewartet. Ah, okay, perfekto. Ach, der Fendt ist gewartet worden. Aber der große McCormick haben wir doch auch schon mal gewartet. Na ja, gut, aber die Frage ist, wie lange ist es her? Aber nicht so lange. Nun weiß ich nicht, der hat hier 37 Betriebsstunden drauf. Ist das gut oder schlecht? Ja, so sehr viel ist es, glaube ich, noch nicht, ja. Aber Saarland Let's Play, das klingt so ein bisschen, als wenn du... selber beruflich sowas machst. Also mit hier Telekom und bis zur Buchse und Messen und so Zeugs. Ist das so? Also bist du in so einer Firma angestellt wie Telekom oder Vodafone oder wie sie alle heißen?
Ich rede wieder mit meinem Formflock, weißt du? Nathalie. Mach mal, da kann ich auch ein bisschen Stimme schon. Mhm. Naja. So, ich bin eigentlich Adlai fertig. Muss ich mal zugeben. Geil. Ist schon lange fertig. Nee. Doch. Nee. Große Wiese muss abgeschwartet und eingesammelt werden, oder? Alles. Wir haben nur immer noch nur die drei Wiesen. Wir haben jetzt keine vierte dazu gekauft. Ach, Schwesterchen. Ne, wir haben ja jetzt erst was dazu gekauft. Aber das war nur ein Feld, das war keine Wiese, richtig? Falsch. Manchmal habe ich das Gefühl, du bist nicht anwesend, wenn wir was machen. Hab halt viel im Kopf. Was hast denn du hier in Fischtal im Kopf? Ich hab noch eine Tochter, zum Beispiel. Ja, und? Die alt genug ist, um ihr eigenes Leben zu leben. Die Diskussion fange ich jetzt nicht an. Wenn du ein Kind hättest, würdest du auch gern viel bei dem sein. Ja, ne, aber hier geht's ja ein bisschen um unsere Existenz, hä? Also hier. Pass auf, Fischtal. Wenn ihr ein Problem damit habt, dann kann man es folgendermaßen machen. Dann kauft ihr meine Anteile ab und seht so, wie ihr kommt. Ganz einfach. Ja, ich will diese Diskussion einfach nicht mehr führen. Entweder ihr lebt damit oder ihr kauft mich hier raus. Ja, und ich will nicht mehr dieses nur noch mit einem halben Arsch dabei sein. Ganz einfach. Wer sagt denn, dass ich nur mit einem halben Arsch dabei bin? Ja, da würdest du wissen, dass man hier drüben, wo du vorhin gerade sogar standest, auf einer Wiese, unsere ist. Mein Leben ist nur RP, ne? Das wisst ihr schon. Sag's bloß nochmal. Und zwar kann ich dir sogar die Nummer sagen. Das ist die 144. Ich will die Nummer nicht wissen. Ich will wissen, ob das auch mitgemacht werden muss jetzt oder nicht. Nein. Entschuldigung, dass ich mir das eben nicht gemerkt habe, dass wir nun doch die Wiese dazu geholt haben oder nicht. Dass sie im Gespräch war, ja, weiß ich. Aber haben wir die mit dazu geholt oder nicht? Ja, haben wir ja jetzt gemacht, haben wir geklärt. Aber Entschuldigung, das ist... Merkst du dir alles? Was unsere Felder und das Zeug hier betrifft, ja. Hm. Also zumindest, was wir im Besitz haben an Feldern und sowas. Hm. Aber, also zu blöde, einen Drescher zu tanken. Oder zu blöde, in den Traktor zu warten. Kann man jetzt vielleicht auch sagen. Hm. Ich weiß zwar ganz genau, dass ich den erst gewartet habe, ja, vor ein paar Wochen, aber... Monster. Ich mach weiter, Telekom, noch andere Anbieter, ist alles Erfahrung. Achso, alles Erfahrung, okay. Naja, aber es ist... Die Wiese haben wir schon seit Wochen gekauft. Das war das, wo die Stadt uns so ein Angebot gemacht hat. So ein billiges Angebot, so ein extrem... Aber das ist jetzt nicht Wochen her. Nur zwei, drei Wochen ist es her. Das ist in zwei Wochen her. Nee, weil wir grundsätzlich diese Wiese komplett schon gemäht haben, komplett eingefahren haben, komplett gemulcht haben und komplett mit Mist bestreut haben. Und zwischendrin, und das haben wir alles vor der Nummer 5 gemacht. Dann dürfte mich nicht mehr so viel auf Fahrdienste schicken. Hast du doch selber machen wollen, die Fortdienste. Ja, aber sorry, dass ich mir dann nicht jeden Arbeitsschritt merke, den ihr macht. Hat ja nichts mit Arbeitsschritt zu tun, aber du musst ja aber wissen. Nachfragt, was ihr gemacht habt, ist doch legitim oder nicht? Aber du wusstest ja nicht einmal, dass die uns gehört. Verstehst du das? Das. Ja. Das bin ich gerade am kritisieren. Das haben wir doch aber jetzt geklärt, oder nicht? Ja. Haben wir geklärt. So, warte mal, jetzt müssen wir aber mal gucken. Gut, Unkraut haben wir nirgendwo mehr. Meine Lieben, damit
sind wir aber auch schon wieder raus für heute. Ja, war eine hitzige Folge. Wir sehen uns auf alle Fälle dann in der nächsten Folge wieder übermorgen. Lasst gerne das Däumchen da. Bis dahin, macht's mal gut. Wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao. Tschüss.